Gut, hier ist nur zum Verstecken, alles klar. Mamma mia, war das wieder knapp, ey. Du kommst jetzt aber nicht hier rein. Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mir hier gerade die Arschbacken zusammenkneife. Wie schnell ist denn der verschwunden? Vor allem sollte ich mir noch einen Namen für ihn aussuchen. Ich glaube, ich nenne ihn Brute Splicer. Oh, Scheiße. Durch hier? Los. Nein! Wow, 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 wow. Nein, 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 nein! Nein! Scheiße. Lass mich los. Lass mich los. Au. Komm, weg hier. Weg hier. Tür zu. Tür zu! Tür zu. Nein. Alter. Schreck und Graus, Schreck und Graus. Adrenalin pur. Und der Typ ist auch noch da draußen. Kein Wasser, öffne die zwei Ventile. Eins habe ich ja schon geöffnet. Dann muss der zweite im Lawn Dry sein. Gut, hier bleibe ich jetzt. Bis er abhaut. Und dann schleiche ich mich in die Laundry. Bleib geduckt, bleib geduckt. Der Brute Splicer muss jetzt da in der Mitte des Raumes sein. Oder sollte. Ach toll, hier kann ich mich verstecken.
Okay. Tja, die Tür ist demoliert. Aber ich war richtig. Sehr schön. Nein! Nein! Schnell! Bleib weg! Meine Chance! Nein! Music is gonna be creepy. Alter. Kurz warten, bis dieser Brute Splicer, was auch immer. In der Nähe war. Aber ich hörte da echt gerade gar nichts an Schritten. Dann denke ich mal, kann ich jetzt. So, da lang. Okay, ich dachte gerade schon, aber wo ist denn der eine Typ? Auf jeden Fall kann ich jetzt hier durch und hier raus. In die Küche. Boah, Alter. Oh Gott, ey. Scheiß Schockmoment. Stimmt. Hier sind wir ja, glaube ich, rausgefahren, da in den Aufzug rein. Das täuscht doch. Irgendwas stimmt hier nicht. Vor allem da hinten ging es noch. Gut, hier kann ich mich ja nicht verstecken. Bitte? Nee, Finger. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort, aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Oh, die Finger.
Ach, schließen. So. Noch 9 Batterien. Dürfte ausreichen. Gespeichert. Ja, sehr schön. So, ich denke mal, diesen Rest heben wir uns fürs nächste Mal auf. Weil für heute reicht es echt mit dem Aufnehmen, weil ich krieg hier schon Herzattacken am laufenden Band. Also von dem her würde ich mal sagen, lass ich es mal für heute gut sein und beende jetzt wirklich die Aufnahmesession. Ich hoffe, euch hat soweit die Aufnahmesession gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Würde mich freuen. Und wir sehen uns dann auf alle Fälle in der nächsten Aufnahmesession von Outlast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Machemalka für heute. Over and out. Tschö mit ö.